Herzlich willkommen zum Heimspiel der BSG Wismut Gera gegen Müller Altenburg. Heute spielen wir wieder mal im Stadion auf Steg. Nach dem Sieg am Sonnabend, den überragenden 7:1 gegen Randstadt, hoffen wir natürlich, dass heute auch ein großer Sieg herausspringt. Vergessen dürfen wir nicht, dass Altenburg in den letzten Wochen immer Sonnabend, Mittwoch Sonnabend gespielt hatte. Hoffen wir, dass wir heute einen glorreichen Sieg einfahren. Klick auf! Kein Abtasten seitens der Wismut. In der 6. Minute erzielte Rico Höschkel nach Vorarbeit von Andy Warning das 1:0. Die Wismut ist die dominierende Mannschaft. Nach Vorarbeit von Andy Warning erzielte Christian Schmidt das 2:0. Der Andy Warning erzielte in der 24. Minute das 3:0. Yeah.
Noch vor der Pause erhöhte Rico Wolfstein mit seinem zweiten Tor zum 4:0 Pausenstand. Hallo Günther, seit 54 Jahren gehst du zur Wismut. Du warst also einer der Ersten, oder von denen, die heute noch da sind, die damals schon hier am Steg waren, zu glorreichen Oberliga- und Liga-Zeiten. Wie findest du es, dass die Wismut heute wieder im alten Stadion am Steg spielt und nicht im großen Stadion der Freundschaft? Also ich komme mir vor, als wenn ich nach Hause komme. Damals hieß es zwar nicht am Steg, sondern Stick-Auf-Stadion war es. Und wir als Wismuter, junge Wismuter, sind damals alle hierher marschiert, wie heute auch. Und aus diesem Grunde denke ich, das Stadion der Freundschaft ist vielleicht für unsere Verhältnisse relativ groß oder zu groß. Und hier fühlt man sich wie zu Hause. Man trifft all die, die man schon immer getroffen hat. Und es ist eine ganz angenehme Atmosphäre. Und das Spiel, gerade das heutige, das anknüpft am vergangene Wochenende, zeigt auch, dass das Kollektiv, das Fußballkollektiv, sich hier auch wohlfühlt. Ja, du sprichst gerade vor der Woche an, da haben wir 7:1 gegen Arnstadt gewonnen. Heute liegen wir zur Halbzeit 4:0 gegen Altenburg vorne. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute sich hier im alten Stadion wohler fühlen. Ich sehe auch hier viele ältere Leute, die ins Stadion runter nicht mehr gekommen sind, wahrscheinlich aus Altersgründen, weil die Wege zu weit sind für sie. Wie würdest du es finden, wenn wir nächstes Jahr wieder hier spielen würden? Also ich würde mich freuen und ich weiß auch aus meinem ganzen Bekanntenkreis, nicht bloß Alte, sondern auch Junge, ich gehe zum Beispiel mit 3 Generationen hierher, also mit Sohn und Enkel, die auch alle schön erwachsen sind und auch mit dem Wismut-Fußball verbunden sind, die gehen lieber hierher, als wie in das große Stadion, wo einer einen anderen gar nicht sieht. Also bist du der Meinung, irgendwann jetzt im Juni ist mit der Vollversammlung, dass ein Antrag kommen soll, wir sollten wieder hier spielen. Das würde uns mehr Zuschauer bringen als unten im alten Stadion. Also ich nehme an, dass wir mindestens die doppelte Anzahl von Zuschauern haben. Und heute muss ich ehrlich sagen, ich habe gestern in der Zeitung geguckt, heute in der UDZ geguckt, kein Ton stand in der Zeitung drin, dass wir heute hier spielen. Und ich wette, dass die doppelte Anzahl wäre heute auch hier gewesen. Ja, das hat mich auch geärgert, dass Saarlose heute nichts gebracht hat. Das werden wir auch nochmal ansprechen. Das werden wir auch im OKG senden. Das finde ich eine Riesensauerei. Wir sind nicht nur 3 Gera, wir sind Wismut Gera, der Traditionsverein, und wir hoffen, dass wir in Zukunft von der OEZ besser behandelt werden als bisher. Dann wünsche ich dir viel Spaß heute noch in der zweiten Halbzeit. Glück auf. Danke. Danke, bis zum nächsten Spiel. Jo. Hallo Christian. Die Wismut spielt heute zum ersten Mal in dieser Saison am Stadion am Steg, an dem alten Glück-auf-Stadion aus den 50er Jahren. Was sagst du dazu? Ja, ich finde es ist mal eine Abwechslung zum Stadion der Freundschaft. Aber insgesamt habe ich nichts gegen das Stadion der Freundschaft. Das kann man vielleicht ein bisschen gegnerabhängig machen. Ja gut, aber ich finde es ja hier familiärer. Wie seht ihr das als Ultras? Stimmungsmäßig, ihr steht ja unten im Stadion der Freundschaft ein bisschen abseits eurer Elsterkurve. Die Alten kommen mit euch gar nicht mal zusammen, da ihr drüben reingeht und die anderen gehen darüber. Ist es nicht besser, in Zukunft hier zu spielen? Ja, das stimmt schon. Das Familiäre ist so ein bisschen weggegangen im Stadion der Freundschaft, aber... Also aus der Sicht von Block und der Fankurve kann ich sagen, gefällt uns die Elsterkurve sehr gut. Aber das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass es familiär am Steg war. Ist es vielleicht besser in Zukunft zu sagen, ein Spiel zu Hause am Steg, eins unten am Stadion der Freundschaft, um Abwechslung reinzubringen? Oder alle hier oder alle unten? Wie seht ihr das als Ultras? Ja, wie gesagt, ich würde das ein bisschen abhängig machen. Wenn du große Spiele hattest, wie wir es ja auch schon hatten, gegen Nordhausen und so, dann würde ich schon ins Stadion gehen. Wenn du so 500 Leute hast, dann ist das schon okay. Aber wenn du natürlich normal Liga-Alltag, Heiligenstadt 180 Zuschauer, würde ich schon eher einen Steg bevorzugen. Gut, Christian, danken wir euch oder dir. Wir führen zur Halbzeit 4:0 gegen Altenburg. Was sagst du zum Spiel bis jetzt? Naja, die knüpfen einfach daran an, wo sie am Sonntag aufgehört haben. Altenburg ist halt auch sehr schwach und ich glaube, das ist auch ein Feldspieler im Tor. Ja, es ist ein Feldspieler und wir dürfen nicht vergessen, dass Altenburg ja auch bisher Sonntag, Mittwoch, Sonntag gespielt hat in den letzten 3 Wochen. Und als Amateure, der schlaucht natürlich ganz schön. Es kann passieren, dass es uns an Sonntag passiert in Neustadt, aber spätestens nächste Woche Pfingsten bei den 2 Auswärtsspielen
Das kann sein, ja. Das kann gut, mein Christian, dann viel Spaß in der zweiten Halbzeit und Glück auf. Glück auf. Hallo, mein Erik. Ja, nicht zum ersten Mal heute vor der Kamera. Was sagst du bisher zum Spiel? Super, super, ja. 4-0 zur Halbzeit, was wünschst du dir denn? 8-0. 8-0? Ja. Na gut, dann werden wir sehen. Dein Wort in Gottes Ohr. Dann viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Alles klar. Glück auf. Glück auf. In der 49. Minute erzielt der Rico Höschkel das 15-0. Nach 53 Minuten gelang Altenburg durch den Spielertrainer Wittke der Anschluss zum 1:5. Seinem vierten Spiel im Tor erzielte Rico Höschkel das 6:1, was gleichzeitig der Endstand war. Ja,
Bist du weit? Hallo Rico, überragender Sieg heute, überragender Sieg am Samstag. Dein erstes Tor nach langer Zeit, hast du Mäuschen geschossen, heute 4, am Sonntag 3, dein Knotenschenkelplatz zu sein. Ich hoffe es doch. Als Stürmer freut man sich immer, wenn es klappt. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt noch weiter so geht, damit wir noch ein paar Punkte holen für die Mannschaft. Und dann werden wir sehen, wie wir die Saison beenden. Jetzt stehen da 4 schwere Auswärtsspiele an. Neustadt, Mühlhausen, Sondershausen, ach nee, 3 bloß, und dann kommt Schott. Was rechnet ihr euch da noch aus? Prinzipiell muss man immer wieder betonen, dass wir trotzdem in dem Übergangsjahr sind, dass wir nicht absteigen wollten. Wir haben jetzt so viele Punkte geholt, dass es relativ gut aussieht und dass wir entspannt sind. Das bedeutet, wir können auch entspannt in die Spiele gehen. Und wenn wir diese Freiheit haben, denke ich sogar, dass wir dort auch was holen können, weil wir ganz einfach befreit aufspielen können. Ja, und kämpfen können wir, Fußball spielen können wir auch. Wir trainieren jetzt wieder auf Rasen, das kommt uns total zugute. Von daher fahren wir nirgendwo hin, um Punkte wegzuschenken und versuchen immer das Maximale zu holen. Und wenn es irgendwo nur ein Punkt ist, ist es ein Punkt, dann ist es gut. Heute ist der neue Trainer bekannt gegeben worden. Was sagst du dazu? Ich kenne ihn persönlich nicht, habe noch nicht das Vergnügen gehabt, habe aber bis jetzt von den Spielern, die schon unter ihm trainiert oder mit ihm gespielt haben, nur Positives gehört. Deswegen freue ich mich eigentlich enorm. Gut. Wie bleibt die Mannschaft zusammen? Weißt du schon was? Die Mannschaft bleibt komplett zusammen, weil der Zusammenhalt stimmt und weil die Jungs hier ein bisschen was mit aufbauen wollen. Und eventuell kommen noch 1, 2, 3, 4 Jungs mit guter fußballerischer Ausbildung dazu. Ja, das ist schön. Dann wünsche ich euch am Sonntag viel Spaß und mindestens 1 Punkt in Neustadt. Und dann am Pfingstwochenende vielleicht noch 2, 3 Punkte, oder geht ja gar nicht, also 2 oder 5 dann oder so. Auswärts, das wird schwer, das wissen wir. Aber viel Glück und Glück auf. Wir wollen fleißig sein und alles sammeln, was mitgeht. Ne? Genau. Dann schönen Abend noch, schönen Männertag morgen. Gleichfalls, Glück auf. Jo, Glück auf. Hi Kai. Du bist der Spieler mit wenigsten Einsätzen von der Wismut, aber du hältst immer bereit für die erste und für die zweite. Dafür erstmal recht herzlichen Dank von uns und von den Zuschauern hier. Wir hoffen, das geht nächstes Jahr noch so weiter, dass du dich für die erste und die zweite fit hältst. Was sagst du zu den letzten 3 Spielen? Punkt in Meuselwitz, am Sonntag überragender Sieg gegen Arnstadt und heute überragender Sieg gegen Altenburg. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, Meuselwitz war es eher mäßig, sag ich mal, von der Leistung, aber das wissen wir selber. Und die letzten 2 Spiele, wie gesagt, das war halt für die Torschützen auch sehr gut, auch für uns. Und ich freue mich auch, dass Rico Hölsche nach dem Meuselwitz-Spiel der Knoten geplatzt ist und jetzt richtig voll fit da ist. Und ich freue mich, dass wir die letzten 2 Spiele so gut gespielt haben. Gut, Mike, dann wünsche ich dir morgen einen schönen Männertag. Lass es richtig krachen. Ja, und dann am Sonntag wieder in Neustadt, auch wenn du nur ersetzt bist, aber wir brauchen dich. Die moralische Unterstützung, die du bringst, ist hervorragend und deine Einsatzbereitschaft auch. Dafür danken wir dir und die Fans da vorne singen ja noch für dich. Ja. Freue mich, dass auch die Fans wieder da sind. Wie gesagt, bei den Fans, wie gesagt, da gibt es auch wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Leute, die immer mitfahren auswärts. Aber man sieht ja, wie gesagt, wir sind wieder, ist erstmal wieder beim Steg gewesen und es scheint anzulaufen. Aber wo Steg, was hältst du davon? Am Steg spielen oder im großen Stadion spielen? Das ist eine gute Frage. Sag mal, von der Atmosphäre her würde ich sagen, Steg. Also, weil die Fans sind näher am Spielfeld dran, dann ist die Atmosphäre auch viel größer. Einfach mehr hier, gell? Also im großen Stadion würde ich sagen, die großen Spiele je nach Erfurt Nordhausen und so. Ja. Und andere Spiele hier für die Zuschauer. Für die Platzverhältnisse, wie gesagt, ist das große Stadion natürlich mega. Wie gesagt, der Platz ist Weltklasse. Hier, wie gesagt, muss oben was gemacht werden. Aber so, wenn er fit ist, der Platz am Steg, ist er auch überragend. Ich meine, gut, dann geh mal zum Fenster, lass dich bejubeln. Okay. Viel Spaß morgen beim Männertag. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ja. Hallo, mein Freund. Wenn du noch Programm hast, hallo. Ja, wunderbar. Alex.